Nein, aber das ist auch wichtig, dass du, wenn man sowas auch gerade mit in der Stadt hast und du siehst im Moment auch das Problem von Corona, ist es zu, wo gehen eigentlich die alten Leute jetzt hin, die hier regelmäßig getroffen haben, die sitzen alle zu Hause. Ja. Ja, das ist zwar ein bisschen gelockert worden, aber vor Wochen oder Monaten war das ja ganz schwierig. Ja, ne? Kontakt überhaupt mit den Alten. Wir haben ja hier in Geseke auch einen Lieferdienst eingerichtet, also es waren sehr viele bereit, freiwillig dann auch einzukaufen und ältere Leute zu beliefern. Ja, deshalb, sowas muss unter allen Regeln, die man alle einhalten muss, aber da merkt man schon, dass man diese Treffpunkte auch gerade in solchen Situationen, die sozial belastet sind, braucht. Ne? Und dann macht der Aro ja eine gute Arbeit. Ne? Ja. Ist, und der hält das auch aufrecht. Das ist auch gut, also dass die da mit am Ball sind. Also das ist, wir haben das in der Stadt Geseke so geregelt, dass sie jetzt nicht unbedingt das alles noch Aro machen. Wir können auch andere Seniorengruppen dann diese Räumlichkeiten nutzen. Ja, ich glaube, da sind wir ganz wieder zurückzusehen. Aber einer muss sich kümmern und sagen wir, das betreiben.